Ich hab extra noch ein Cauldron mit Wasser Ja, da. Leute, das war's mit mir. Danke, diese scheiß Lava. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hardcore. Ja, Season 2. Wir sind noch in der Never und ja, wenn was Episches passiert, werde ich tatsächlich die Aufnahme machen. Aber bis jetzt ist ja noch nichts Episches passiert. Das heißt, bis da irgendwann, wenn es was Episches gibt, aber wenn wir die Festung gefunden haben. Boah, gut, endlich Portal gefunden. Aber wir wollen ja die ausfinden. Und ja, deswegen, die Nether-Festung. Deswegen war ich gerade schlau. Ich habe Level gefarmt. Sobald du auf Level 33 bist, kannst du dreimal auf Level 30 verzaubern. Ja, das ist schön, aber ich meine, wir suchen gerade Dings. Ich bin in der Oberwelt, wo bist du? Hey, ich bin in der Hölle. Achso, ja, dann komme ich wieder zurück. Ja, ich bin dabei, noch die Netherfestung zu gucken. Halt in Ruhe. Alter, fuck. Alter, geh weg. Ah! Alter, es sind vier. Nein, ich habe aus Reflex Nein, Alex! Lauf! Lauf! André? Es war schön, mit dir gearbeitet zu haben. Es sind zu viele. Ich kann nichts dagegen machen. Ich werde sterben. Lauf in die Lava. Wir können. Johannes, wenn du das siehst, leck mich. Hab ich was bekommen? Alter, die machen 1,5 Herzen Schaden. Ich hab keinen bekommen, lauf, Alex. André! Ja, das ist ein Goldapfel, ne? Alter, es leckt! Es leckt! André! Lauf! Lauf! Da ist ein Kreuz, bitte nicht am Kreuz sterben, das wäre so ironisch. Mann! Junge, ich finde das nicht mehr lustig, lass es hier schnell weggehen! Ja, mach, wo bist du denn? Ja, ich. Lauf! Ey! Ich sterbe, hundertprozentig. Ey, das musst du reinschneiden. Junge, ich bin die ganze Zeit schon in der Aufnahme. André? Ja. Ich will noch nicht sterben. Ich laufe jetzt so lange in die Richtung, bis ich Und sterbe. Wenn ich dir meine Goldäpfel gebe, ich lass dich nicht sterben. André, meine Tastatur hat sich gerade selbstständig gemacht. Ey, sie haben dich in Ruhe gelassen. Der da oben aber nicht. Der ist nachtragend. Glaubst du, das ist tief? Alter, der da oben ist wirklich nachtragend. Da hinten wird eine Netz sein, aber wir kommen hier nicht runter. Hier runter. Hier ist das Kreuz. Oh Mann, wir sind fast wieder den ganzen Weg zurückgegangen, den wir eben gelaufen sind. Ey Mann, das ist doch ein Scherz. Ja, spring rüber. Ich bleib locker in der Luft stehen, oh Gott. Und das hast du jetzt zu mir. Ich, der hier gerade an Lava rummacht. Kurz Alter, davor ist einfach zu krepieren. Hör auf damit. Ja, Alter, ich bin fast verbuggt und in die Lava gefallen. Alter, nein. Ich brenne. Ich schwimme in Lava. André. Ja? Goldapfel und Cauldron. Ich habe aufgehört zu brennen, ich brauchte den gar nicht mehr. Ich hatte den gar nicht unten. Alter. Du, wie lange noch man brennt. Ja, das habe ich dir ja gesagt. Jetzt habe ich auch nur noch einen Apfel, das ist scheiße. Alter, ich könnte heulen. Mann, was ist das denn für ein scheiß Nether-Spawn, ey? Ohne Witz. Ich kann kotzen. Oh, Alter. Ich hab extra noch ein Cauldron mit Wasser. Ja, Leute, das war's mit mir. Danke, diese scheiß Lava. Ey, ohne Witz, das ist jetzt nicht mehr feierlich, Mann. Alter. Ey, nee, das hat niemand gesehen. Nein. Du weißt schon, dass das im Log steht und alles.
Ja, natürlich weiß ich das, aber wir brauchen irgendwie einen Plan B. Es kann ja nicht sein, dass zwei Leute verrecken und dass man Doch. dann hier steht. Doch, klar, ihr müsst jetzt dann, du musst jetzt versuchen, dich aufzurüsten. Meine Sachen sind jetzt alle weg. Natürlich sind all deine Sachen weg, einschließlich der Diamantspitzhacke, die ich hätte gut gebrauchen können. Ja, dafür kann ich ja jetzt nichts. Oh, du hast vergessen, dass Lava zu schnell fließt. Vor allen Dingen, wir haben gerade zweimal in Lava, ne? Ich habe Lava ins Gesicht bekommen. Sie ist nicht schnell geflossen, ne? Aber du kriegst sie direkt in die Fresse, weißt du? Ach, ohne Witz, Mann, das ist dann immer feierlich jetzt. Weißt du, die Ironie ist, wir hatten einfach einen richtigen Scheiß-Spawn und dann sucht man da einfach eine Nether-Festung und stirbt währenddessen. Ohne Witz, was ist das für eine Scheiße? Ja, ist gleich. Ja, okay, Alex war ein bisschen riskant, weil sie sich den Creeper entgegengestellt hat. Das war jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem, das ist der lächerlichste Tod überhaupt. Genau sowas meinte ich. Das wollte ich die ganze Zeit vermeiden. Was ist das denn für ein Projekt, wenn das innerhalb so einfach zu Ende geht? Ja, das ist halt jetzt so, ne? Dann believe ich in dich, dass du es schaffst, noch irgendwie. Ne? Aber, ja. Danke. Das ist einfach ein Scherz. Ich werde das jetzt einfach beenden, indem ich Johannes töte. Ja, nee, du musst ja noch den Enderdragon besiegen. Und wenn ich vorher sterbe? Ist das dein Ernst? Dann hat keiner gewonnen, aber das ist scheiße. Nee, dann kommt immer noch das Deathmatch. Nein, eben nicht. Dann war's das komplett. Amen. Das gibt's doch nicht. Ach du meine Fresse. Kannst du wenigstens als Spectator mir helfen, wo ich nach Hause komme? Ja, ich weiß noch nicht mal, wie das funktioniert. Slash Game Mode. Game Mode 4 oder was? Ja, oder 3. Ah, du Zuschauer. Missgeburt. Komm her. Ich finde das geil, ich komme nicht in Ah, die du. Hölle. Nee, du musst erst ohne Spectator Mode. Ja, ich würde sagen, damit Muss nicht sein. bin ich Also es jetzt. gibt noch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Was? Nennt sich Life Change. Hä? Nennt sich Life Change. Ja, habe ich verstanden. Was meinst du Ja, damit? heißt übersetzt, du gehst in meine Rolle und kriegst meine Items. Dafür bin ich gestorben und kann nicht mehr drauf. Das wäre aber scheiße. So, wo bist du? Warte mal. Slash TP. Warum muss ich denn das jetzt machen? Du musst erst im Nether sein und dann TP XY also Quatsch und dann. Ah, du ballerst So. wieder auf mich, wie süß. Der ist da hinten. Du kannst ihn easy töten. Und bekommst sogar die drauf. Ich Ja, bin der habe ich gerade Gast. gemacht. Ich bin den Gast steuern. Ich sterbe jetzt am Creeper. Hast du ihn gekillt? Die Drops liegen hier nicht. Alter, du läufst, glaube ich, in die falsche Richtung. Aber ich kann eigentlich Natürlich. mal, ich kann durch die Ich Welt wollte noch. glitschen und gucken, ob hier irgendwo eine Nether-Festung ist. Aber so wie das aussieht hier, gibt es keine. Alter. Ey, wollen die jetzt echt sagen, dass es gar keine gab in der Nähe? Alter, dann wäre ich ja Ich habe richtig eine unnötig. Gasträne für dich aufgehoben in Gedenken. Ja, was bringt mir das? Es gibt doch noch nicht mal hier eine Chance. Junge, was ist das denn? Es ist echt scheiße gerade. Ist es eine Netherfestung? Nein, ist es nicht. Es gibt keine Netherfestung hier anscheinend. Ich fühle mich richtig verarscht. Es gibt wirklich keine. Dafür bist du gestorben, toll. Weit und breit gar keine Netherfestung. Ohne Witz, beim nächsten Mal müssen wir darauf achten, dass überhaupt eine Netherfestung vorhanden ist. Ja, erstens das und zweitens, ich werde das so behindert. Da wollen wir wegen Diamanten die ganze Zeit nicht stirbt man, dann geht man in die Hölle und dann sowas. Ja,
Das ist so der Moment, wo man so einblenden müsste, okay, Junge, wenn du jetzt sagst, es wird mein, werdet ihr leben. Und wenn du jetzt sagst, Hölle, sterbt ihr. Ja, geil. Weißt du, dann geht man davon aus, ach komm, man kann nicht sterben. Easy. Oder kommt so Lava aus der Wand, RIP. Weißt du, so, Ja. genau sowas sollte verboten werden. Alleine schon, wenn ich in die Wand reinfliege, ich sehe alles, so gut wie alles. Und da sind einfach wirklich in der Hölle extra Löcher, wo nur Lava drin sind. Einmal eins Blöcke, wo Ja, Lava drin da, ist. deswegen Und wurde das mir ist vorhin auch Lava unnötig. ins Gesicht gespuckt. Das Das fand ich ist so so unnötig. unnötig, ne? Ja, unnötig. Ja, geil. Da, nur damit genau sowas passiert, das ist ja nicht so eine Scheiße. Unnötig, das ist so. Alter. So unnötig. Ey, das gibt's nicht, Mann. Ich believe einfach darin, dass du Johannes killst und den Ender Dragon schaffst und dann hast du gewonnen. Da hoch. Hoch, da unten ist doch ein Stein. Ja, dann geh nach unten. Nee, Moment. Ich den St doch, doch. Ist richtig. Ja, jetzt musst du wieder doch. Och, Mann. Naja, theoretisch könnte ich jetzt spectaten und ghosten für dich. Jo, kannst mal gucken. Du könntest theoretisch zu Johannes dich teleportieren, mir die Koordinaten geben und dann könnte ich so ganz zufällig in seine Richtung gehen. Also da Also. ich ja jetzt alleine spiele, kannst du ruhig Alex hinzufügen. Nein. Es ist so dämlicher Tod hier, ne? Von so einem 1x1-Loch. Und das ist wieder so ein Lottogewinn. Genau wie Alex in die Luft fliegen. Das ist bei Creepern sehr selten, dass du in die Luft geflogen kommst. Und dann fließt die Lava auch schon schneller und tötet dich einfach instant. Ich habe dich noch vor mir gesehen. Das war der schlimmste Augenblick in meinem Leben. Ja, vor allem, das Geile ist, du in Lava bewegst dich 100-mal langsamer als an Du Land. hättest. Du hättest direkt hinter dir den Block bauen müssen, damit die Lava verschwindet. Ja, lustig. Aber in dem Moment denkt man einfach nicht daran, weil man so geschockt ist. Ja, ist ja nicht so, als ob ich direkt den Goldapfel gegessen habe und in die, und das Beschissene einfach ist, ich hatte keine Zeit, unter mir einen Block abzubauen, das Ding da hinzustellen und dann noch Wasser reinzumachen und dann versuche mich noch reinzustellen. Das sowieso. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wie man sich löschen kann. Okay, ich habe mich schon wieder verirrt, scheiße. Kann man hier unten lang gehen? Jetzt noch zu weit, Ray. Alter, hör noch, hörst du mal auf zu ruckeln, du scheiß Spiel, so wie du bist. Nee. Ich weiß gerade auch nicht, wo es lang geht. Ich wollte keinen Screenshot machen, Junge. Oh, das ist doch ein schlechter Scherz. Möchte im Bett. Komm gleich wieder. Ja. So, ich besitze jetzt eine vollgute Sicht von André. Ja, ist halt ein bisschen scheiße jetzt, dass ich gestorben bin durch scheiß Lava. Warte, wer ist alles bei Varro ge gestorben durch Lava? GLP ist auch gestorben durch Lava, glaube ich. So. Das musst du auch hinschreiben, bitte nicht griefen. Wäre ein bisschen. Also, da es keine Netherfestung gibt, kann Johannes die ja gerne mitnehmen. Stimmt. Ich habe eine Träne für dich geweint. Ja, danke. Wie ist seine? Ja, was willst du jetzt machen? Was? Ich bräuchte theoretisch 2 Diamanten. 5 Diamanten. Dann grab dich bitte mal in den Boden rein oder so. Mache ich gleich, ich suche mal. Warte mal, ich kann dir sagen, wo eine Höhle ist. Ich sag dir ja nur, wo eine Höhle ist. ja.
Ich hab Freedom. Warte. So. Ach du. Ach du. Okay. Ah, hier ist Lapis. Gold. Und wo musst du dafür hin? Muss ich genau hier runtergraben, dann stirbst du aber. Du kannst damit einfach die Diamanten übergeben. Komm mal, da, nach, also warte. Nein, lauf mal in die andere Richtung. Andere. Ja, und jetzt da hinten, ne, an dem See vorbei. An andere Richtung, an dem See vorbei. Boah, das ist ja echt. Ja, und jetzt die ganze Zeit weiter, bis ich sage Stopp. Bleib am See, die ganze Zeit. So, warte. Jetzt weiter. Und jetzt, siehst du, dieser Sandhaufen, der da ist? Ja, genau in die Richtung, in die du guckst. Ja, da, dieser Sandhaufen. So, jetzt gehst du Block für Block hoch. Und ich sag dir jetzt noch ein bisschen nach links. Na, ja, einen Block runter. Ja, jetzt stellst du dich auf den äußersten Block. Dahin, genau da. Und jetzt gräbst du dich runter. Und ich sag dir, wenn du aufpassen musst, dass du nicht runterfällst. Ach Mann! Weißt du, okay, wir hatten nichts davon gesagt, dass man nicht ghosten darf. Wir nutzen jetzt jede Regel aus. Noch mal, das war so doof. Boah. Weiter. Ich sagte schon, wenn du stirbst. Jetzt würde ich aufpassen. Ein Block geht noch. So, da. Hast du Wasser? Jawohl. Da unten ist jetzt direkt. Ich liebe es, wenn es leckt. Bin ich da jetzt runtergefallen? Einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Mi. Nein! Nein! Wow, war das Karma oder was? Wow, jetzt liegt's an Johannes. Aber das seht ihr dann mal gern together. Dann würde ich sagen, das war ein sehr schönes Projekt. Ich bin gespannt, ob Johannes den Ender Dragon noch besiegen kann. Ja. Ihr müsst dann bei ihm vorbeigucken. Auf Gente wieder. Und ich hoffe, euch haben die Parts gefallen. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Ah ne, es gibt ja keinen nächsten Part. Doch, der finale Part, wo ihr gegen den Ender Dragon kämpft. Aber ansonsten war's das. Bis dann. Und ciao, euer Fire Alexa. Möchtest du auch noch was sagen? Bis dann. Ciao.